Jesus sagt, wenn wir Glauben hätten, der nur so groß wäre wie ein Senfkorn, dann könnten wir zu einem Baum sagen, entwurzle dich, verpflanze dich, und er würde das tun. Schon ziemlich irrational, oder? Das Wort Glauben ist ein bunter Hund. Ich halte gerade Vorlesungen im nächsten Semester darüber, über Religiosität und Glauben. Es ist ein bunter Hund. Wenn ich sage, ich glaube, ja, dass Corona vorbei ist, dann heißt das wirklich nichts wissen. Ja? Nichts wissen. Wir wissen nicht, was dem Herbst kommt. Ja? Also Glauben heißt auf bestimmter Ebene nichts wissen. Wenn ein Sportler sagt, du musst an dich glauben, meine Schwester ist Sportlehrerin, dann ist das eine Motivation. Und so könnte man das heute auch missverstehen. Wenn Jesus sagt, wenn ihr Glauben hättet, wie ein Senfkorn, dann könntet ihr Berge versetzen, Bäume verpflanzen. Heißt Glaube nur psychologische Motivation? Ich muss an mich glauben, damit ich etwas weiterbringe im Leben. Also es ist nicht schlecht, eben jetzt sich selbst zu schätzen, weil Gott uns schätzt, wenn man das religiös deutet. Aber zu meinen eben jetzt, so eine Autosuggestion sei hier gemeint, ich bin der Beste, ich bin der Größte, ich bin der Tollste, ich muss mir nur einbilden, dass ich alles kann und dann zum Maulbeerfeigenbaum sagen, versetz dich, also da würde man schön einfahren. Das funktioniert einfach nicht. Glaube hat für uns mit der Wirklichkeit Gottes zu tun. Glaube heißt herauszutreten aus der eigenen Psychologie, aus der Einbildung, aus eigener Kraft alles zu können. Schatz, kaputt gemacht hat uns Hegel bis in die heutige Kirchensituation, der gesagt hat, alles Wirkliche ist innerlich und kommt aus deiner eigenen Geistigkeit und Gott ist nur der absolute Geist, der sich im endlichen Geist denkt. Und Feuerbach, sein Schüler, hat dann gesagt, nicht Gott hat den Menschen geschaffen, sondern der Mensch hat Gott geschaffen, als eine Idee, als eine Projektion. Und das ist ganz stark in uns drinnen, auch in der Kirche, denn man meint, man könne alles, was in der Bibel steht, interpretieren und plötzlich seine Offenbarungsquelle, das, was man heute so an Erfahrung, an Zeitgeistigkeit wahrnimmt und so weiter, wie es in manchen Prozessen gerade in europäischen Kirchenteilen jetzt eben läuft. Also, liebe Schwestern und Brüder, Gott ist eine Wirklichkeit, die außerhalb von uns ist. Das ist das wahnsinnig Entscheidende der Bibel. Und man sieht es immer in der Bibel daran, wenn Gott kommt, dann erschrecken die Menschen. Dann ist das nicht bloß eine psychologische innere Erfahrung, eine Erleuchtung, die von innen kommt, sondern die erschrecken. Abraham erschrickt, Mose erschrickt, Jeremia erschrickt, Jesaja erschrickt. Und als Gott den neuen Bund eröffnet, da erschrickt die Jungfrau in der Kammer von Nazareth, weil Gott herantritt. Also Glaube heißt mit der Wirklichkeit Gottes rechnen. Ordentlich glauben heißt damit rechnen, dass Gott nicht eine Konstante meiner Fantasie ist, ein Produkt meiner Einbildung, sondern eine Wirklichkeit. Wirklichkeit. Das Zweite, da sagt Jesus dann gleich anschließend nicht, also, dass der Knecht sich nichts einbilden soll auf sein Tun, sondern dass er sein Knechtsein annehmen kann. Also das ist schon steil, nicht? Weil heute ist so Freiheit, wir sind frei und so weiter. Man hat schon vor 300 Jahren angefangen, auch religiös, Gott zu fragen, Gott, verteidige dich. Ja? Du bist doch nicht Dikaios, du bist doch nicht gerecht eben jetzt, wenn es eine Welt gibt, in der Kinder sterben, in der Kriege sind und wir derzeit vielleicht sogar von einem Atomkrieg und allen möglichen Katastrophen bedroht sind. Das ist doch nicht gerecht, Theodice. Ja, rechtfertige dich. Ja, das war so die Frage der Philosophen, die da vor 300 Jahren begonnen hat. Liebe Schwestern und Brüder, und das steckt auch in uns drinnen so ein bisschen, nicht? Also auch in den Kirchenchristen. Ich habe schon mal gesagt, nicht, dass bei uns so manchmal das Gefühl ist, ach, ich gehe ja in die Kirche. Ach, ich habe ja meine Berufung angenommen. Der liebe Gott müsste sich eigentlich bedanken bei mir, nicht? Dass ich am Sonntag in der Kirche bin und nicht noch im Bett liege, wie viele andere Kinder, ne? Oder?
bisschen steckt das schon in uns drinnen, nicht? Also, dass wir eigentlich meinen, wie toll wir doch gegenüber Gott sind. Nein, bitte, ja. Also ich glaube in dem, was Jesus hier sagt, und das wirklich eine Herausforderung ist, weil wir zugleich ja von ihm wissen, dass er unsere Freiheit liebt und schätzt, ja, und nie aufheben möchte, dass er in diese Freiheit hinein das Zeichen der Liebe gibt, indem er seinen Sohn hingibt. Ja. Er knüppelt uns nicht nieder, er möchte nicht Unterwerfung, sondern er möchte, dass wir in Freiheit antworten. Das Zeichen des Christentums, das liturgische Zeichen des Christentums, ist nicht das Gesicht in den Staub senken und sich auf den Boden werfen vor dem allmächtigen und unfasslichen und unaussprechlichen Gott, sondern ist das vom Gesicht her aufrecht bleiben, wenn ich die Kniebeuge mache. Ich mache mich klein vor dem, der sich noch kleiner gemacht hat. Das ist das christliche Zeichen. Ich bleibe in meiner Würde, die ein Gott mir gibt, der sich kleiner gemacht hat, als ich mich kleiner machen kann, liebe Schwestern und Brüder. Ja? Aber wir brauchen dieses Anbeten der Göttlichkeit Gottes in Freiheit und Liebe. Gestern war ich sehr berührt beim Diözesanjubiläum in St. Pölten. Da hat ein Missionar aus Kasachstan und einer aus Brasilien erzählt, wie die jungen Leute die Anbetung wieder lieben. Ja, die Anbetung. Sich vor Gott klein machen. Noch einmal, vor dem Gott, der sich kleiner gemacht hat, als wir selbst uns klein machen können. Ist das nicht auch wirklich ein Zeichen der kirchlichen Erneuerung? Ich habe das gesehen in den Ländern des Südens, in Myanmar, neben der Kathedrale, eine eigene Anbetungskapelle, wo die Gläubigen dort knien, in diesem ostasiatischen Land, wo die Religion keinen Gott kennt, sondern nur das meditative Erlöschen gegenüber sich selbst. Und ich habe es gesehen in Nigeria, wo die Leute auf dem Boden ausgestreckt liegen vor dem Allerheiligsten, stundenlang, um anzubeten. Man kann es auch hier bei Messe erleben, wo immer am Donnerstag Anbetung ist und wo wir vor Jesus jetzt eben knien, um ihn für die Weltmission zu bitten. Die Anbetung der Göttlichkeit Gottes. Also hör auf, dich selbst über Gott zu erheben, sondern lass dir von Gott deine Würde schenken. Ja? Deine Knechtschaft, ja, wird ja gewandelt in Königtum. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, hat Maria gesagt. Wir feiern den Rosenkranzmonat. Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Und wir ehren sie als Königin des heiligen Rosenkranzes und haben ihr eine Krone aufgesetzt, um das zu symbolisieren, was Gott an ihr getan hat. Deine Würde bekommst du, indem du dich in Freiheit, ja, vor Gott jetzt eben, der die Wirklichkeit in sich selbst ist und die Herrlichkeit klein machst und demütigst. Bin ich schon am Schluss. Habt ihr einen Schutzengel? Wir haben heute hier einen ausgewachsenen Schutzengel sogar sitzen in der Kapelle. Ja? Der hat eine originelle Frisur, der Markus Dusch, und ich grüße auch besonders seine Eltern. Wir nennen nämlich Schutzengel solche Leute wie den Markus, der zu uns gekommen ist aus Salzburg. Er wird in diesem Monat, wenn es irgendwie funktioniert, ja, wenn unsere Gäste aus dem Kongo kommen können, er wird die betreuen und begleiten. Er wird sie beschützen. Er wird sie durch das komplizierte Bahnsystem von Österreich zu einem Veranstaltungsort zum anderen bringen. Er wird schauen, dass sie was zum Essen haben, der Markus. Ja. Und wisst ihr, das Schöne heute am 2. Oktober ist, dass wir alle einen unsichtbaren Schutzengel haben, ja, der noch viel besser aufpasst auf uns, als der Markus auf unsere Gäste aus Afrika aufpassen könnte. Und ich möchte, dass ihr diesen Schutzengel ernst nehmt. Schutzengel mein, lass mich dir empfohlen sein. Steh in jeder Not mir, behalte mich von Sünden. Kennt ihr diese Gebete? Lernt das, ja. Ich habe jeden Tag als Kind schon gelernt, zum Schutzengel zu beten. Ja? Und ich habe mir natürlich auch vorgestellt, ja, wie er da so am Abend, wenn ich schlafen gehe, weil als Kind war ich schüchtern und habe mich gefürchtet, wie er da über mir wacht und auf mich aufpasst und mich behütet. Und wie oft darf ich jetzt als alternder Priester sagen in meinem Leben, hat mich der Schutzengel schon bewahrt im Straßenverkehr oder auch ja, vor Blödsinn, vor Sünde. Wenn er mir den Mund zuhält, wenn ich was Böses sagen möchte und der Schutzengel drängt aber in ganz halt den Mund, Pater Karl, ja, sei still, du Trottel, du, ja,
Du verletzt jemanden, wenn du das sagst. Immer ist es ihm nicht gelungen, das muss ich schon sagen. Ja. Ja, also manchmal scheitert auch mein Schutzengel. Deshalb müssen wir ihn ja anrufen, dass er stärker wird und dass sein positiver Einfluss auf uns besser wird. Denn eines möchten unsere heiligen Engel, unsere Schutzengel, sie wollen uns wohin führen? Zum großen Ziel, zu dem Gott, dessen Göttlichkeit wir nicht hochmütig klein machen sollen. Zu dem Gott, der eine Wirklichkeit ist, die wir immer wieder anrufen sollen. Wenn wir so glauben an diese Wirklichkeit Gottes, dann werden Wunder geschehen, wie wir es ja bei vielen Fürbitten erleben dürfen. Und dann wird sich in dieser Welt wahrhaft etwas verändern. Glaube ordentlich. Hör auf, hochmütig gegenüber Gott zu sein, sondern knie nieder anbetend vor seiner Göttlichkeit und nimm deinen Schutzengel ernst. Er meint es gut mit dir. Amen. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und bleiben Sie mit uns verbunden.